Moin meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe am Samstag ein Video hochgeladen um Thema Kooperation mit New Chic und da muss ich Stellung nehmen. Von daher viel Spaß bei dem Video. So, meine Lieben, schön, dass ihr dran geblieben seid. Ich muss etwas klarstellen. Ich habe das Video zu schnell hochgeladen oder zu früh hochgeladen. Die Person, mit der ich in Kontakt getreten bin, hat mir noch ein paar Infos gegeben, die ich eigentlich im Video sagen muss. Und das habe ich nicht getan, deswegen muss ich das halt immer runternehmen und ich erzähle es euch jetzt nochmal. Im Anschluss, also gleich erzähle ich das noch, dann seht ihr den Rest des Videos, was ich schon mal hochgeladen habe. Das ist ein bisschen kompliziert, aber das seht ihr gleich. Auf jeden Fall, es gibt einen Rabattcode, und zwar, wenn ihr euch dann neu anmeldet, Neukundenrabatt, und im Laufe des Novembers, ich habe jetzt die Zeiten, hat sie mir nicht gesagt, aber im Laufe des Novembers gibt es in 2 Tage, im November, da gibt es noch mehr Rabatt. Schaut mal danach auf der Internetseite. Ich werde es auf jeden Fall in die Infobox alles verlinken, was ich verlinken muss. Ihr habt ja gesehen, wie toll die Sachen wirklich. Ich lüge euch nicht an. Ja, das sind wirklich tolle Sachen. Und ich habe ja die Verlosung, ist ja immer noch da. Leider müsst ihr jetzt alle, die schon mal kommentiert haben, dass ihr eine Perücke haben wollt, oder zumindest das Gewinnspiel teilnehmen wollt, bitte nochmal kommentieren. Das hat jetzt auch was verändert. Also ich möchte gerne, dass ihr, wenn ihr das hier kommentiert, dass ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen möchtet und Abonnent von meinem Kanal sein. Das finde ich am besten so. Ne? Genau. Jetzt kommt das restliche Video, was ich schon hochgeladen habe, weil da brauche ich nichts ändern. Ich brauche nur ganz kurz ein Statement abgeben. Den Rest wird er jetzt hier einmal. Ich konnte mir Sachen aussuchen. Wusste ich auch nicht. Das ist hier so eine Tafel. Ne? Da steht halt drauf. Ja, Espresso, wie man den macht, glaube ich, so Menü, ja. Latte Macchiato steht drauf, Caramel Macchiato, ja, Latte Macchiato, Caramel Macchiato. Dann habe ich hier Flat White, Cappuccino, Doppio, doppelte Espresso oder was? Espresso. Espresso. Egal. Da haben wir hier einmal Whisky und Espresso. Und dann haben wir Americano und Kaffeelatte. Na gut. Anleitung, wa? genau. Da kommen wir zu diesem hier. Und das ist eine Nasenmaske. Na? Also, wie man das aussieht, soll man das auf die Nase machen und dann ist es halt so schwarz und dann zieht man das so ab. Ja, ich versuche das mal, ob das jetzt was wirkt. Wir werden es sehen. Ich werde es mit euch mal live testen in einem Vlog. Dann, was ich ganz, ganz toll fand, und es ist ziemlich groß, und zwar eine Decke. Eine Decke nicht. Und zwar Teppich, genau, Decke und Teppich ist ein Unterschied, aber gut, ein Teppich, der ist schon groß, ich weiß nicht genau, wie die Maße sind, aber auf jeden Fall für den Flur ist es sehr angenehm und der ist auch schön weich, was ich auch sehr gut finde, das ist hier, das ist nur so Noppen dran und der rutscht nicht so dolle weg, das ist sehr, sehr, also auch Qualität ist gar nicht schlecht für den, also für
China-Qualität, weiß man ja nie, ne? Aber das ist echt sehr, sehr weich und wenn man eben barfuß darüber geht, das ist echt sehr angenehm. Oder mit Socken. Also ich kann ihn nur empfehlen. Die ganzen Produkte, die ich bekommen habe, werde ich auch unten in den Infobox verlinken. Und dann mal, könnt ihr mal nachschauen. Das ist echt schön. Dann habe ich hier, machen wir hier weiter. Und zwar eine Sanduhr. Sanduhr, ja, glaube ich, heißt das so. Mit 5 Minuten. Es gibt auch, glaube ich, 1 Minute gab es. Dann gab es noch 3 Minuten. Und noch andere Zeiten. Eine halbe Stunde oder 10 Minuten gab es noch. Ich habe mir jetzt 5 Minuten ausgesucht, weil, ja gut, damals, das war schon länger her, als ich das die Anfrage bekommen habe. Und damals war ich noch Normalesser in dem Sinne und habe Eier gekocht. Und dafür brauchte ich das. Jetzt brauche ich es vielleicht für Zähneputzen oder so. Mal schauen, ne? Aber es ist blau, es gibt auch in verschiedenen Farben. Beispielsweise, was gab es denn noch? Grün und Rot gab es, glaube ich. Ich habe jetzt einfach in Blau bestellt. Genau. Dann habe ich hier eine, eigentlich eine Nachttisch, also eigentlich eine Tischlampe. Für mich ist es eine Nachttischlampe, weil ich hatte keine mehr und von daher war es halt super, dass sie mich angefragt haben. Man drückt hier oben so ein Touchpad, man drückt hier so einen drauf und dann drei verschiedene Stufen. Das ist echt nicht schlecht. Das Aufladen kann man halt mit einem USB-Kabel, das mitgeliefert wurde. Ich finde es nicht schlecht. Also man kann es auch so, ja, so hinbiegen, wie man es möchte. Sehr elastisch. Also kann ich nur weiterempfehlen, ne? Und ich würde euch jetzt wirklich keine Produkte empfehlen, die ich selber nicht anziehen würde. Das ist Quatsch, finde ich persönlich. Nicht wundern, meine Katze frisst im Hintergrund. Machen wir das nächste. Und zwar habe ich hier eine Tasche. Ich muss dazu sagen, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ich habe gedacht, die wäre etwas größer. Ist auch gar kein Problem, aber ist ein bisschen zu klein. In dem Sinne, so für den jetzigen Alltag werde ich sie nicht benutzen. Wenn ich jetzt irgendwo weggehe, dann wahrscheinlich schon. Beispielsweise, wenn ich jetzt nach Hannover fahre zum 96-Spiel, dann darf man ja nur Taschen in einem Format, DIN A4 Format, mit ins Stadion nehmen. Von daher ist es perfekt. Das ist kein DIN A4, das ist kleiner. Dann haben sie hier, ach, das habe ich gar nicht gesehen, siehst du? Also, machen wir einmal weiter. Ach ne, machen wir das erstmal so. Hier sind auch noch so kleine Fächer. Auch nicht schlecht. Kann ich, und hier ist auch noch ein. Ja. Ganz kleines Fach, sehr schön. Und innen drin. Ja. Oh, ich zeige es euch mal, ne? So Handyfach, ne? Und hier kann man so, ja, so zwei verschiedene Fächer. Und hier kann man halt das Handy reinpacken oder Geldbörse, alles so Kleinigkeiten halt jetzt, nicht? Ja. Den ganzen Einkauf, den ich jetzt mache, den nicht, aber wenigstens etwas, ne? Ja. Dann, was gab es da noch dazu? Da gab es so eine kleine Tasche. Also würde ich sagen, das ist eine Kulturtasche, würde ich das jetzt nennen. Und noch eine noch kleinere Tasche. Ich weiß jetzt, ja, weiß ich nicht. So ein Goodie, weiß ich nicht, wie ich das nennen möchte, aber nennen soll. Noch eine kleinere Tasche. Ja, Geldbörse kann ich es ja nicht nennen, weil innen drin halt nicht die Sachen sind, die meine Geldbörse benötigt. Was noch kleiner? Ach, gütiges Eis, gibt noch. Das habe ich noch nicht mal gesehen. Ist so, oh, Leute, tut mir leid, das Video ist wieder total typisch ich. Auf jeden Fall haben wir hier so eine noch eine kleinere Tasche. Also, wie nennt man das? Aus Russland gibt es doch diese komischen Figuren. Ne, wo eine ganz groß ist und immer kleiner wird. Das ist, glaube ich, hier auch. Und hier habe ich das noch gar nicht gesehen. Oh. Das ist jetzt ein Geld. Eine Geldbörse würde ich jetzt auch nicht nennen. Aber halt ein Kartensystem. Also hier ist eine Tasche unten drum und innen drin sind halt solche
Alu, also so Folie, da wo man seine Karten reinpacken kann. Ja. Alles in Leder. Also ob das jetzt, ist es echt Leder. Ja, das ist echt Leder, das riecht man. Genau. So, dann kommen wir fast zum Schluss. Dann haben wir was das andere. Ich bin, ach, bin wieder total super vorbereitet. Hier war einmal ein Henna-Tattoo. Die Farbe dafür. Gleich dreimal. In drei verschiedene Farben. Habe ich im Schwarz, Silber und Rot und so. Diese hier, drei Farben. Hier ist, glaube ich, Schwarz. Da ist, glaube ich, ein bisschen so braun. Genau. Und hier ist Rot. Und da gibt es halt so Symbole, also solche Vorlagen. Also hier kann ich jetzt nicht genau sagen, was es ist. Ich will halt nicht Falsches sagen, aber ich glaube, das ist halt so eine, vielleicht eine Schirpala. Eine chinesische Uhr vielleicht. Weiß ich nicht, tut mir leid. Gut. Dann haben wir hier einen Mund. Also einen Kussmund, ne? Dann haben wir hier einen Elefanten. Ich zeige euch einfach alles. Hier haben wir zwei Katzen. Dann haben wir hier eine Blume, glaube ich. Was ist das? Das ist perfekt für mich. Ja, Smile. Dann haben wir was. Ich sage, das ist auch eine Blume, glaube ich. Dann haben wir hier noch auch eine Blume. Und das, was ich nicht nehmen werde, habe ich auch hier. Weil manche Sachen passen halt nicht zu mir. Und diese hier sind halt die, jetzt kommen, die passen nicht zu mir. Das ist hier so ein, ja, so ein Stern, glaube ich. Dann haben wir hier Mond und Stern, also Türkei-Symbol, glaube ich. Dann haben wir hier so ein Superhelden-Symbol. Dann hier so ein. Dann hier so was. Ich zeige euch einfach alles. Naja, Gottes Willen. Hier so eine Formel. Ja, weil ich Mathe auch so kann, ne? Hier haben wir noch so ein Zeichen. Manche wissen wahrscheinlich, was das ist. Hier ist ein Diamant. Hier haben wir einen Mond. Was hier? Ein Skorpion. Krebs wäre besser, das wäre ich dann. Dann haben wir noch hier so ein, also ein Stern, der abgebrochen ist. Und dann noch so ein Wandermal. weiß ich nicht, was es ist. Ja, genau. So, jetzt kommen wir zum Schluss. Du gehst mal erst kurz zurück, ja? Dankeschön. Und zwar kommen wir. Ja, ich war halt. Ich wollte es einfach nochmal ausprobieren. Und ja, aber bin dann zu einem Schluss entkommen. Ich zeige euch erstmal eine Perücke. Ja? Mittellang oder nicht? Das ist kurz. Also ich werde sie mal ganz kurz aufsetzen. Oh, geil, ne? Gott, wie ich aussehe. Kennt ihr den Film? Einer flog übers Kuckucksnest? So sehe ich jetzt aus hier. Paar Sekunden später. Das ist jetzt die Perücke, die ich jetzt bestellt habe. Sie ist schick, wirklich. Aber mir steht sie nicht. Finde ich persönlich, also das sieht nicht aus. Also die an sich, ich mache sie mal ab. Sieht aus wie so wirklich. Auf jeden Fall, mir steht sie nicht. Aber sie ist gut verarbeitet. Also und riecht auch nicht schlimm, weil die andere Perücken, die ich schon mal auf hatte, die riechen sehr nach Kunst. Und diese Perücke und auch die andere, die ich bestellt habe, andersrum, die ich bekommen habe von Donalove her, meine allererste Kooperation, die roch auch sehr gut. Aber ja, ich werde diese Perücke versteigern, in dem Sinne nicht versteigern, aber verlosen. Also, mir wurde ja gesagt, ich kann die Sachen behalten, die ich bekommen habe. Und diese Sachen, also diese Perücke,
werde ich auf jeden Fall verlosen. Also wer die Perücke haben möchte, kann sich gerne unter diesem Video würde es kommentieren. Und dann wird dann halt diesen Losgenerator, gibt es ja im Internet, das schaue ich mir mal nach, einfach mal ausgelost und der bekommt die dann. Wenn die keiner von euch haben will, ja, dann lasse ich sie, behalte ich sie. Aber ja, genau. Dann werde ich natürlich das mit den mit der Kooperationspartner natürlich noch absprechen, ob es in Ordnung ist. Aber weil die gesagt haben, es ist ja in Ordnung, wenn ich's, also ich das behalten. Also von daher ist es ja auch wahrscheinlich in Ordnung, wenn ich es dann weg. Also ich verschenke es ja, ich verkaufe es ja nicht. Und im gleichen Zug möchte ich auch gerne diesen drei Teile verlosen. Also die Tasche werde ich behalten. In dem Sinne, ich werde sie nur benutzen, wenn ich jetzt ausgehe, was ja auch so oft ist, oder ich fahre zum 96-Spiel oder zum Fußball, dann benutze ich die Tasche. Aber den Rest, also diese Kulturtasche, würde ich jetzt sagen, also innen drinne ist ja alles offen. Also es sind keine Fächer da so drinne. Oder Kosmetiktasche, Leute, man weiß es ja nie. Und halt dieses kleine Täschchen hier. Ist auch innen drinne nichts. Ne? Ja. Und das kannst du zumachen. Ist ja klar, ne? Und hier gibt es noch so eine, wie so eine, einen Klickverschluss. Und dann ist es so. Sieht auch nicht schlecht aus, aber ich benutze es nicht. Wusste ich nicht. Und dann halt dieses Kartenetui. So sieht's aus. Ja. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Dann werde ich das, ja, ich weiß nicht, wie lange ich eine, ja, wie lange dauert die, das Gewinnspiel. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Machen wir einfach, warte mal ganz kurz. Ja, bis nächsten Samstag eigentlich einfach. Eine Woche habt ihr Zeit, einen Kommentar zu schreiben. Und danach werde ich die Sachen verlosen. Wer sie haben möchte, wer sie nicht haben möchte, Gottes Willen, dann werde ich auch eine andere Möglichkeit damit finden. Und dann werde ich es einfach behalten, ne? Was soll ich sonst machen? Aber ich finde wirklich, alles ist sehr, sehr schick. Also ich kann es euch nur empfehlen. Schaut es euch wirklich mal an. Die Seite werde ich natürlich unten verlinken. Und auch die ganzen Links, wo ich, ja, wo man die so bekommt. Entschuldigung, ist es meine zweite Kooperation. Ich bin immer noch so ein bisschen hibbelig. Nicht mal so hibbelig wie beim ersten, aber trotzdem. Ja, so. Wünsche ich euch jetzt mal viel Spaß. Oder wunderschönen Abend noch, wann ihr das Video auch immer schaut. Bis zum nächsten Video. Tschüss!